willkommen zu diesem Trade-Setup heute. Ich nutze hier die Stochastik, die es jetzt neu bei Pocket Option gibt. Außerdem habe ich mir hier oben eine Widerstandslinie eingezeichnet. Und hier eine Trendlinie und hier eine übergeordnete. Und jetzt warte ich im Grunde, dass der Preis die Trendlinie berührt hier. Die Stochastik sich in dem Idealfall unter der 50 befindet und nach oben kreuzt, um dann eine 3 Minuten Option nach oben zu handeln. Ups. Also eine Call Option. Die Stochastik gehört zu einem meiner favorisierten Indikatoren zum Bestätigen von Wechseln. Also hier zum Beispiel. Hier. Hier. Kann natürlich ein bisschen dauern. So, der Preis berührt jetzt die Trendlinie fast. Oder berührt sie. So ein leichtes Durchbrechen sollte man am besten nicht beachten. Zuerst mal. Wenn es jetzt allzu stark die untere Trendlinie nach unten durchbricht, dann würde ich von dem Trade absehen. Aber ich nehme an, dass es bei der nächsten, übernächsten Cutter wieder nach oben geht. Dann hätten wir es auch geschafft, dass unter 50 die Stochastik wieder anfängt, sich kreuzt. So, bei einer Stochastik-Kreuzung würde ich jetzt einsteigen. So, sollte das gleich soweit sein. So, jetzt steige ich ein. Ja, hier schon die Kreuzung gewesen. Aber noch ist die Option noch nicht verloren. Ja, wie gesagt. Noch ist die Option nicht verloren. Jetzt sieht die wieder ganz gut aus. Die läuft noch 40 Sekunden. Das ist ein ganz schönes Beispiel, wie die Stochastik zum Bestätigen genutzt werden kann. Oder wie ich sie nutze. Hier zum Beispiel ist auch ein Cut nach unten. Auch möglich ist, dass man den Cut mit der 20% und 80% Linie nutzt. Also wenn die 80% nach unten gecuttet wird oder die 20% nach oben, kann man das auch als Bestätigung oder Trade-Signal nutzen. Die Option war ein Gewinner. Damit verabschiede ich mich auch heute fürs Video. Ich hoffe, ich konnte die Stochastik schön vorstellen vorher. Man kann, wie gesagt, hier noch draufklicken. Und mit den Einstellungen ein bisschen rumspielen. Hier habe ich jetzt die K-Periode 5, D3 und die Smoothing 3. Hier kann man das Level noch definieren und so weiter. Und die Farben einstellen. So, das müsste besser zu sehen sein, denke ich. Genau. Also die ist wirklich ein guter Indikator, den ich gern benutze. Gerade zum Beispiel so zum Bestätigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Video.